Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir uns auf dem Weg nach Nyakera gemacht, nachdem wir von Julius gerettet worden sind vor Kronos. Und wir sind nach Riesemexia gelandet und wir haben vielleicht oder vielleicht auch nicht Bila getroffen. Sehr wahrscheinlich haben wir sie getroffen, ja. Das war sie auf jeden Fall, ja. Und ja. Wir stehen direkt vor Nyakera und da gehen wir jetzt rein. Tschüss. Ich kann nicht gut zusammenfassen, lass mich in Ruhe. So. Ach ja, unser Komatsu funktioniert übrigens auch nicht. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie wir nach Hause kommen. Und da sind die anderen. Aber sie ist direkt am Bein. Oh, hi, Julius. DODA here. After analyzing the coordinate deviation of the fractured dimension, we've determined there's a high probability it contains a waymarker. If a waymarker is found, its retrieval will become your top priority. We risked it all, but it seems things worked out. What's a waymarker? They're clues to Kanan's location, all hidden in deeply fractured dimensions. They're always fused with catalysts. Leave the rest to me. I'm taking that pocket watch. Erst muss uns sagen, so ist es, Julius. Echt? Das ist das Erste, was du mir sagst? Ja, erst muss man sagen, was los ist. Ich traue dem Typen nicht. Oh nein, man kann seine Augen nicht sehen. Was? Don't worry. You can still turn back. This is my daddy's watch. Hand it over. I told you it's my daddy. No, it's not. Luger's watch and Daddy's watch got mashed into a single one. Is she the one? Wer? Would you mind taking your family drama elsewhere? You humans are giving me a headache. Mila! Ihr Reaktion von Jude einfach. Do I know you? I'd remember such a motley crew. You hungry fat cat. I'll bet you're always hungry. Come on. What? Rolo, wait up. We should follow them, Luger. She might be the catalyst. Warte mal, wir müssen den Speer durch sie durchstecken. Das klingt aber gar nicht gut. After you, big bro. I don't need a miner. Yeah, well, you're getting one all the same. You just tried to attack Al for crying out loud. So now you have the honor of my constant supervision. I feel so trusted. Okay. Sind wir jetzt wieder alle beisammen? Jo. Lass mich mal direkt hier was gucken. Oh Mann, die sind auch voll im Eimer. Was haben wir denn hier alles? Aufladung plus 2. Ja. Nein. Natürliche Erholung. Nein. Sicherheitsnetz. Wow. Wenn wir erstmal auf Standby. Erstmal ganzen Dinger hier. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht wichtig. Übertaktet. Ja. Er lehrt genug TP, hallo. Und stark haben kann man nicht, okay. Dann, weiß ich nicht.
Erstmal mit Jude mal. Ein bisschen, das ist seine Geschichte. Weil nicht Row und du hast schon lange nicht mehr an einem Kampf teilgenommen, fand ich. Okay. Don't hate me because I'm talented. Was? Warum? Ja, meine Katze ist da. Ei und Gemüse, gehst sofort wieder dahin. Sehr schön. Okay, Mila hat sich ein bisschen anders benommen als sonst, fand ich jetzt. Irgendwie aber besser auch. Keine Ahnung. Mal sehen, was mit ihr los ist, warum sie Rolo als einziger mag. Einzige. Man weiß es ja immer noch, ich habe mir die Frage schon letztes Mal gestellt. Ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt hingekommen sind. Tofu Miso Suppe. Jawohl, mehr geil, sehr schön. Oh, ein Shop. Ja, nehmen wir das mal. Können wir jetzt sehr schön annehmen. Wir sind voll im Eimer. Wahrscheinlich wartet ihr. Mhm. Irgendwo noch mal ein Boss. Ich glaube, wenn ich da schon vorbei ist, da kommt irgendwann noch ein Boss. Ich sehe doch sowas von kommen. Waren da erst nur zwei Bosse in dieser verdammten Dimension? In einer Dimension ist jetzt auch noch, möchte ich nur noch mal erwähnen. Oh Mann. Und irgendwie finde ich ja gar keine Beutegegenstände. Das finde ich nicht gut. Ich frage mich, wie Eiweih irgendwie drauf ist. Ich sehe nirgendwo hier, okay. Wenn Mila jetzt schon so einen komischen Charakter hat. Ja, mir kam sie auf jeden Fall ein bisschen verändert vor, da hat irgendjemand gezuckt. Wo sind denn die überhaupt? Darf ich hier einkaufen? Darf ich? Okay. Oh, gucken wir mal. Mistkerl-Schwert. Wieso nicht Bastard-Schwert? So, okay, ich brauche mal was Neutrales, was jetzt nicht irgendwie ein Element hat. Oh, Hallöchen. Ja, den konnte ich auch schon Dings kaufen, glaube ich. Triglyph, aber Nadja Rome nicht. Oh, hallo. Prometheus Licht, was? Oh Gott. Oh, wir können hier schon Waffen erstellen, die keiner benutzen kann. Hm. Das ist doch schon ein bisschen merkwürdig. Lass mal. Was? Stellt KP wieder, ja? Okay. So, dann Rüstung, bitte. Boah, wen habe ich noch mal was ausgerüstet? Die beiden haben Helme. Die beiden haben Hüte. So. Bitte, ich gehe auf Roan. Danke. So, Reife haben Leia immer ausgerüstet und sie hat immer Bänder, genau. Sehr schön. So, Eisenschutz, Ludgard, die ganzen Mäntel. Ich lege mich immer so gerne darauf fest, wer was ausrüstet, ja. So, und jetzt sind wir wieder up to date mit unseren Klamotten. Zubehör, können wir auch mal gucken. Oder habe ich noch nicht sehr viel gekauft? Wo ich irgendwie überzeugt bin, dass wir viele Sachen auch... Nein, diesmal nicht. Dass wir viele solcher Zubehörteile auch im Laufe des Spiels bekommen. Also die guten auf jeden Fall. Oh, da ist, sind die beiden. Dann weiß ich hier, kann ich gleich hin. Entschuldigung. So. Will da rein. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Beutegegenstand gefunden. Was soll das eigentlich? Warte mal, ist da oben überhaupt Ivers Haus? Heißt dieser Ort Ivers Haus? Gibt es den überhaupt hier in dieser Dimension? Lass mich mal gucken. Warte mal, da war was. Ach, da kann ich runterspringen, ja. Kann ich mit dem Ding an irgendwas machen? Nein, okay, dann gehen wir hoch.
Boah, meine Nase juckt die ganze Zeit. Boah. Hier, Kera, Wohnhaus. Okay, Alva scheint sie nicht zu geben, so wie es aussieht. Es würde Alvas Haus stehen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Beim echten Riesemax ja auch so hieß. So. Was geht ab? How come you're so late? Hey, it's not our fault you're a speed demon, kiddo. Lauf nicht allein davon. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja. Natürlich. Fancy looking feast you have there, Rolo. Mila made it for us. It's super tasty. Right? Mila's really into cooking, but she says no one in the village will eat her food. What do you people think you're doing in my home? Hey, the soup wasn't gross at all, thank you. Sehr schön. Well, you must be eating some pretty terrible stuff if you thought my cooking was good. I eat great stuff. My daddy makes all my food for me, and he's a super duper good cook. He'll spend hours and hours making his special soup. He's the best cook ever. Yeah. If it's that good, maybe I'll ask him for the recipe. I can ask him for you. You know, because you fed me and all. I'd like that. Oh, welcome back. What the? You've been concocting that putrid human food again, haven't you? I'm sorry, Muse. These people were hungry. I couldn't just... What? I know full well how much that smell bothers me. What's going on with her eyes? Isn't so. Forgive me, Muse. What are you doing? What? What in the world? What's wrong? Muse, what was that? Quit your stammering. Anyway, it's time for me to be going. Yes. Ich dachte, du bist jetzt gut, Mann. You're done here, aren't you? You'd best leave before we return. Oh, ich sehe schon, was kommt mit Muse auf uns zukommt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Yes, for a certainty. If we kill Muse, this world will disappear. Noch ein großer Geist. Mit denen komme ich gar nicht klar. Let's split up and ask them. Nein, aufteilen ist eine blöde Idee. I don't want him involved in this. I understand. He's in good hands. Jude, Elise, why don't you join me? Oh, ich sehe schon, worauf das hinausführen könnte. Wir sind jetzt nur zu dritt. Ein bisschen gezwungen. Wow, look at all the animals. Hey, what are those? Those are called Rapigs. Rapig, Rapig. Iguana. Rapiguana. You're next, Jude. Wait, what? It's a word game? Build off of it, Jude. Rapiguana? Napple? For pick one apple. You're up, Leia. Me? Oh. Trap. Trap iguana apple. Alvin. Oh, man. That's a hard one. Oh, mouse trap. Mouse trap iguana apple. Was? Go. Okay, ich verstehe, wie ein Spiel funktioniert, aber no. Was die sagen, ist apple? Richtig unterschiedlich. Mouse trap iguana apple pie. Jude's turn. We're still going? Llama. Llamouse trap iguana apple pie. Llamouse? Really, Jude? The eminent Dr. Jude pronounces llama as lamau? I'm sorry. I panicked. Okay, new one for llama. Loser starts, Jude. Go, go. Okay. Also ich habe verstanden, wie das Spiel funktioniert, aber keine Ahnung. Die haben irgendwas mit Apple und sowas gesagt und das war vollkommen off. Im Gegensatz zu dem, was da stand. Sehr schön. So ein witziges Spiel, finde ich.
Würde ich auch mal gerne mit irgendjemandem machen. Ich soll mit den Dorfbewohnern reden, ne? Weiß nicht. Du, sag mir alles, was du weißt. Fürst Maxwell und Fürst Muse sind nicht vor allzu langer Zeit zum Geisterfall aufgebrochen. Hier zum Geisterfall sind sie hingegangen. Und konnten jetzt schon mal ins Geisterreich zurückkehren. Okay. Oh Mann, ich möchte nicht gegen Muse kämpfen. Ja, wir sind gerade zu dritt, das heißt, ich habe so das Gefühl. Oh, Jude. Elise. Oh. Soll sich aber nicht darum kümmern, ich möchte Elise bei mir haben. Jetzt habe ich Elvin. Oh. Warum? Der verfolgt mich, der Typ. Obwohl, bei dem habe ich bald auch wieder Dingens voll. Also ich habe so mitbekommen, dass die sich zum Geisterfahrt dass sie zum Geisterfahrt gegangen sind. Sounds like it. Good for us. Okay, zum Geisterfahrt, alles klar. Dann gehen wir da auch rein. Ich will nicht gegen Muse kämpfen. Das ist dann schon der dritte große Geist, gegen den wir kämpfen. Wow, da fällt mir gerade was ein. Ich möchte Dingens haben. Rezepte, mit denen wir gut gewaffnet sind. So, Gemüsesticks, können wir die wieder kaufen? Jawohl. Wenn ich lieber wieder im Kampf gegen die ausgerüstet. Ich habe so das Gefühl, die wird wahrscheinlich wieder 5 Level höher sein wie Kronos und wir kriegen voll eins aufs Maul, aber naja. Oh Mann. Ist irgendwo noch eins, wo ich noch ein Dingens finden kann, bei Marksburg meinetwegen. Bis ich noch einen Gegenstand finden. Hallo, komm schon. So, wir müssen zur Heiligenkuppe. Warum nicht? Ja, wir sind nur 3 Mitglieder, das kann doch nicht gut ausgehen. Rollos Besitzer. So, are you Rollos owner? Ja, der ist ja auch noch bei uns. Julius? Ich natürlich. Weiß ich nicht. Vom Intro her würde ich irgendwie sagen, dass es Julius ist, aber weiß ich nicht. Okay, Julius, ich will die Katze nicht haben. That's right. I found him 3 years ago. Okay, sehr gut. A newborn kitten. You remember that night, Luger? You just been shot down by a girl you liked and had run away from home. Luger got rejected? I'm afraid so. I went out searching for Luger and found him crouching over Rollo in some back alley. But didn't you and that Nova girl end up being friends? Shh. What? Nova? Sorts of interesting stories. I'm glad you like them, but is it really necessary to keep calling me Glasses Guy? What, you can tease Luger, but you can't handle a nickname? Some mature big brother you are. Oh. Mein Gott. So, ich möchte ungern gegen die ganzen Viecher kämpfen mit nur 3 Leuten. Da bahnt sich was an, 3 Leute. Mela schließt sich uns an. Wird sowas von passieren, oder? Vorm Kampf oder irgendwie sowas. Oder sogar während des Rennens kann ich da auch hochklettern. Wieder 1. Weiß die Nierkera Heiligenkuppel nicht. Julius wieder vereint. What happened with your job at the station? I see. Zeigt es passiert. You entered this dimension deliberately. You're an agent of Bakur's, or rather, of the Spurious Corporation. Miss Bakur hat mir die Wahrheit gesagt, anders als du, Julius. So wie du, Julius, ja.
see. I've always strived to be a brother you could be proud of. Now that seems to have backfired spectacularly. Luger, everything has a dark side. That includes the Spurious Corporation. And it includes me. You don't need to explore our dark side. In fact, you need to stay the hell out of it. Luger. Ja, super. Rolo. You're right. I shouldn't treat him like a child. But I'm his big brother. I can't help it. Sorry. You don't need to hear my grumbling. Thanks, Rolo. You might be more mature than I am. Okay, scheint sich irgendwie besser zu verstehen mit der Katze als ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht werde ich sie irgendwann besser leiden können. Über ihn. Ich weiß es ja noch nicht. Das ist ja schon mal ein Problem. Ich weiß es nicht. Ja, ich will was Neues lernen. KP gewinnen. Was soll ich denn damit? Ah ja, Arkane Zerstörung. Das klingt irgendwie richtig heftig. Das ist eine Arkanart. Die möchte ich gerne haben. Weil die hat auch, glaube ich, irgendwie 57 TP oder so. Richtig heftig. Eine Fertigkeit erlernt. Super. Ich habe sie jetzt nicht dabei. Alles klar, dann weiß ich nicht. Einmal hier speichern. Wer weiß, was passiert, wann was passiert. Und wir müssen... Ich will nicht noch mal gegen großen Geist kämpfen und verlieren. Guckt mich so an. Sind die einzigen Gegner, bei denen ich jetzt immer draufgegangen bin. Okay, doch, gegen Julius bin ich auch am Anfang mal verreckt, aber naja. I thought I told you to leave. Oh shoot, I forgot to tell the paper I was going undercover. Mia! What are you doing? She's holding a Spyrex. It's our mission to destroy Spyrex technology, along with anybody who uses it. We've really riled her up. So now what? Nein. Versuchen wir es mit einer Notlüge. Ja, ich möchte ungern auf sie losgehen. Luger, don't. I'm the smooth talker. Leave it to me. You'd lie to a friend? Don't forget, she's going to disappear soon anyway. Hey, was macht das, was du am besten kannst? There's something wrong with your sister. You know that, don't you? With Muse? That's preposterous. Also war sie schon immer so eine Zicke. Es ist wahr, sie benimmt sich anders. Ja, wir haben sie auch schon mal getroffen, deswegen wissen wir ja. Yes, but that's my fault. She lost her sight because of me. Mein Gott, kann ich jetzt hier echt entscheiden, ob ich kämpfe oder nicht, oder was? Durch diese ganzen Entscheidungen? Das stimmt nicht. Der Steuerkatalysator ist schuld. Na okay, ich glaube nicht, dass es was bringen wird, wenn wir sie mit solchen Wörtern hier bombardieren. Scheint es nicht so, als würde sie kontrolliert werden? Also nicht. Ja. Vielleicht. My sister's a great spirit. Nothing can control her. You sure? Ever noticed Muse talking to herself as though somebody else is right there with her? Almost like she was possessed? How do you know that? You saw it too, right? That thing glowing in her body? There's no way you could have missed it. What was that? That's a divergence catalyst. It possesses people and warps reality. It's a bad thing, and we have to get rid of it. An object that warps reality. It's just like a Spyrex. The two of you used to be inseparable, weren't you? Is she really the type of person who would smack her own sister like that? Never. Muse was always so kind. She lost her sight, trying to protect me. The sister I remember was a different person. Good thing Luger here has the power to smoke out catalysts and destroy them. Yeah.
Is that the power of the spirits? If this catalyst is destroyed, will Musei go back to normal? Vertrauen's oder nicht, es liegt an dir. Ja. Das ein Fehler war. Maybe once she's better, Musei will finally compliment me on my cooking. All right. I'll help you until the catalyst is destroyed. My sister relies on sound and smell to get around. Eliminate those, and she's dead in the water. You sure about this? Come, she should be at the top of the Niakara Holomont. Can you do this? Stop giving the kids so much grief, Julius. Sometimes you need to get your hands dirty. Don't I know it? That's what worries me. Hätten wir ja reden von dunklen Seiten und so, und dann kommt der mit sowas. Mila ist momentan nicht mit einem Extraktor ausgerüstet, weil Alliumkugeln in dieser Welt nicht existieren. Stelle ihren Extraktor ein, damit sie wie die anderen auch Atemfertigkeiten lernen kann. Okay. Na gut, aber... Okay. Weiß ich nicht. Man hat sie eben. Sie hat wahrscheinlich gar nichts, ne? Oh doch, oh doch. Ja. Oh mein Gott, sie hat verdammt viel. Weiß ich nicht. Ja. Sehr schön. Und was hat sie hier für Angriffe? Außenseite hast du, okay. Schimmerwirbel, Revidacci, Dreigestirn, mystisches Rad. Okay, sehr schön. Ich wollte jetzt ein paar Theorien äußern, mache ich aber lieber nicht. So das Gefühl, okay, ich sag's doch jetzt. So das Gefühl, sie. Genau diese Mila wird sich irgendwie später anschließen. Weil sie irgendwie, sonst würde ich sie. Oh, alles 500. Jetzt würde sie ja nicht jetzt hier schon so ganze Dinger hier haben. Einstellbare Sachen und so. So, aber dann würde ich sagen, das Eis finden wir in der nächsten Folge raus. Von jetzt bei Tales of Zelda 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.